So, meine lieben Leute, herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge mit Elden Ring. Neben Torrent und mir läuft hier gerade eine unserer Wächterraupen. Ich frage mich, ob die auch noch im Laufe des Spiels irgendeine Bedeutung bekommen, weil es ist ja schon ziemlich cool, aber auch ein bisschen nutzlos so. Naja, wer weiß, welche Funktionen die so hatten. Wir wollten, nachdem das jetzt nicht geklappt hat mit unserem Rächer, hätte ich fast gesagt, haben wir ja noch ein paar Dinge offen. Wir haben hier mit Alekta, dem Oberhaupt, hat das ja nicht geklappt. Da muss ich mir noch was Neues überlegen. Und wir haben hier die Geschichte noch mit dem weisen Gowri. Da müssen wir aber hier rein. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das mit den Globuli, hätte ich fast gesagt, mit den Gesundheitsboli nicht ausreicht. Schloss Rotmähne haben wir noch auf der Liste, denn da gibt es eine zweite Zeitebene, die ich gerne noch sehen wollen würde. Ich frage mich auch immer, ob diese Siegelgefängnisse, nee, die haben wir ja schon, also da steht nicht, ob man die erledigt hat oder nicht, ne? Das wäre auch mal eine tolle Geschichte. Denn wir sind jetzt auch ans Ende unserer Kapazität gekommen, Icons auf die Landkarte zu packen. Die müsste ich dann halt auch nochmal durchgehen. Ich verstehe nur nicht, warum das so viel Speicherplatz braucht, dass man keine Icons mehr hinpacken soll. Okay, aber mit Rani haben wir uns ja jetzt quasi verlobt, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier oben im Haus Vulkan sind wir ja einmal durch den Geheimgang hingekommen. Hier würde ich halt auch gerne nochmal das Gebiet abgrasen. Aber unsere eigentliche Quest geht ja hierhin weiter, in die verbotenen Lande, in diese Eiswüste, zum großen Aufzug von Roald. Jetzt wird es ja auch langsam winterlich. Naja, gut, in Hamburg dauert das ja mal ein bisschen mehr, ein bisschen länger. Aber wir sollten jetzt vielleicht nochmal gucken, dass wir möglichst viel noch aus dem Mondschwert rauspressen. Und dann hat er dir gesagt, dass ich was vergessen habe bei Godwins Thron? Da scheint irgendwie noch was mit Fia zu sein. Keine Ahnung. Guck ich mal. So. Ich wollte mir auch unbedingt noch den glitzernden Spieß von Margit besorgen. Und dann wollen wir mal gucken, was man mit dem Mondschwert noch so anstellen kann. Denn das scheint ja auch ein bisschen mit meinen Stats zu harmonieren, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Ach, das sind ja alles Messer. Weg mit Messern. Alabasterfürstenschwert. Hier, das war das Dunkelmondgrußschwert. Das ist eine normale Waffe. Ah, ne, Dunkelschmiedestein. Ne, genau. Okay. Nur das macht aber große Sprünge. Magischer Schaden. Cool. Unser Bluthundreißzahn macht ja Blutung. Magischer Frostschaden ist auch nicht schlecht. Okay, wir knacken mal so ein paar Runen und dann gucken wir weiter. Erstmal eine nehmen. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ja, ich war schon da. Und dann müssen wir das ja unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr sagt, dass das so eine traditionelle Superwaffe ist. Wo ist eigentlich unser Bluthundreißzahn im Verhältnis dazu? Ach, einen uralten Drachendunkelschmiedestein. Der bringt das dann auf 10. Okay. Ach ja, hier fehlen uns ja immer noch die Schmiedesteine. Da muss ich dann vielleicht doch auch nochmal spicken. Ich finde es ja nervig, dass man überspicken muss, wo es was in dieser Welt gibt, aber dann ist das wohl so. Gut, wir sind jetzt auf Stufe 3. Die haben doch irgendwie 20 Stufen oder so, ne? Egal. Dann können wir ja nochmal zwei knacken. Ah ne, die haben ja gar nicht 20 Stufen. Die haben ja dann auch 10, oder? Ach, ich werde es ja sehen. Ich werde es ja 10, dann sind es 10. Aber Credo war ja,
dass ich auch ein bisschen mehr mutig ausprobiere. Das war die Schwinge von Astel, stimmt ja. Da müssen wir wohl doch noch ein bisschen was opfern hier. Ach komm. Back already. No matter. Alabasterfürstenschwert. Was macht denn der Alabasterfürsten so? Meteoritenerz. Die Klinge verleiht dem Träger Macht über Schwerkraft. Rammt die Waffe in den Boden, um ein Gravitationsfeld zu erzeugen. Der Angriff verursacht Schaden und zieht Gegner zu euch heran. Ja. Ich habe nie ein Problem, dass die Gegner zu mir kommen. Also ehrlich gesagt. Oh. Die kommen schon von allein. Also brauchen wir noch 2850 für die Stufe. Aber es macht weniger Schaden, ne? Obwohl... Es macht ja zusätzlich den Schaden, ne? Den magischen Schaden. Das ist ja dann schon sehr beachtlich. Gut, das heißt, wir sind auf 2850, haben wir gesagt. Naja. Klein. Im Gegenzug, also im Gegensatz zu Demon's Souls, finde ich es halt ziemlich gut, dass man hier sehen kann, welche Größenordnung diese Seelen haben. Das nervt mich da ziemlich, dass ich nicht weiß, wie viel es dann gibt, wenn man es knackt. So, jetzt haben wir das auch auf die höchste Stufe. Und jetzt schauen wir, dass wir das vergleichen. Ach, was mache ich denn hier? Ich will jetzt nie begreifen. Wenn ich das auch ausrüste, verändert das eigentlich die Last? Oder ist das... Ja, okay. Macht sehr viel mehr magischen Schaden. Das müsste ich natürlich nur verstehen, gegen wen magischer Schaden am besten hilft. Ne? Ist es auch gegen magische Viecher, also Drachen zum Beispiel oder so. Das ist sehr hilfreich, diese Erklärung. Vielen Dank. Gut, wir könnten damit ja mal ein bisschen rumspielen. Wo ist denn jetzt? Bin ich denn doof?
Charakter. Sieht schon cool aus. So, dann haben wir das jetzt ja schon aufgerüstet. Mal gucken, wie es so wirkt. Und ob ich damit umgehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Hat das eigentlich irgendwas verändert mit der Rani-Quest hier? Nee, ne? Nee. Was mit Gideon? Wahrscheinlich auch nicht. You. What is it? Kein neuer Gesprächsinhalt. Dann ist noch die Frage, was ist mit ihr unten eigentlich? Aber da weiß ich auch nicht, wie das hätte weitergehen sollen. Hier hätte es auch nicht weitergehen sollen, scheinbar, aber gut. Dann einen Blick nach runter, aber wahrscheinlich ist sie da immer noch, ne? Schau. No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now I've lost it. Okay. Dann war ja der nächste Plan, nochmal bei Fia vorbeizugucken, weil ihr gesagt habt, ich hätte da irgendwas verpeilt, irgendwas verpasst. Das soll ja nicht sein. Und dann schlägt es uns nach Caelid wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob uns das Schwert dann besser hilft, aber wenigstens haben wir mal ein bisschen mehr im Werkzeugkasten. Achso, das war ja unterirdisch, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Das war ja hier hinten, da vorne. Da hinten, da vorne war das. Okay, das sieht auch immer noch. Mal sehen, was sie so zu sagen hat. Wir hatten doch aber auch schon mit ihr geredet, oder nicht? Ich meine, mich daran zu erinnern. Ja, aber das kennen wir doch schon. Schau. Denn nicht. Dann war es das doch nicht. Nö. 77.000 bräuchten wir. Na gut. Ja, dann weiß ich auch nicht so recht, wo uns das hinbringt jetzt hier. Hä? Hat sie sich anders hingepackt jetzt? Ändert das was?
Ach, guck mal. Ist das nicht umgezogen? Aha. In den Traum des Sterbebetts eintreten. Und jetzt? Ach, den kennen wir doch. Ach, ich Trottel, verflucht. Fertig gleich. Ich will weg. Was ist das denn hier? Oh nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh ja, gleich zwei, alles klar. Hm. Oh Gott. Okay. Oh! Ich habe Angst. Der putzt mich doch gleich weg. Wer ist das überhaupt? Nein! Oh, was? Okay. Weh, einer sagt, das war gecheased. Huch, was jetzt? Huch? Was passiert? Habe ich sie getötet? Ist sie der Drache? Was? What? Das ist doch dieses Todesmal, oder nicht? Moment, ist das jetzt gut, weil sie jetzt tot ist und bei Gott wehen? Oder ist das jetzt, habe ich quasi den Plan vereitelt, den sie hatte? Also, was? Tut mir leid, Leute, ich verstehe gar nichts mehr. Hiermit lässt sich der zertrümmerte Elden Ring heilen. Okay, dann scheinen wir es ja auch wirklich zu brauchen. What? Das kommt jetzt alles etwas überraschend. Gut, das heißt, wir gucken mal nach
der Fingerleserin, die uns vom Echo des Lichtdrachen. Aber ist sie quasi verkörpert als Lichtdrachen im Traum? Muss ich mir das so vorstellen? Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo des Lichtdrachen Fortisax. Das ist doch auch der, den wir auf der Hochebene, der weggeflogen ist vor uns, oder bei diesem Begräbniswagen da. Das war doch Fortisax, oder? Oder hieß der Landsax oder so. Also die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden, alternativ verloren. Nachdem Godwin der Goldene zum Prinzen des Todes geworden war, kämpfte der alte Drache lange und erbittert gegen den inneren Tod seines Gefährten. Der Kampf fand keinen Sieger und beide Seiten siechten einfach dahin. Das heißt, auch Godwin ist eigentlich nicht tot? Dann wird er ja nicht so begeistert sein, wenn ich ihm jetzt seine Gefährtin auch noch umgebracht habe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zurück zur Fingerleserin. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich werde ja noch ein richtiger Drachenschlechter, wenn das jetzt so weitergeht. Und ich sage nur so, ich möchte jetzt nicht den nächsten Drachen schlachten. Habe ich von dem anderen Drachen eigentlich auch eine Rune, Rune bekommen? Echo bekommen? Nee, ne? Nee. Nee, nee, nee. Da haben wir einfach diese 120.000 gekriegt und war gut bei der Lack. Okay. Falsche Richtung. Entschuldigt. Boah, der 46 hatte aber eine ganze Menge Sachen auf dem Kasten. So, was kann er denn hier machen? Glaube. Stößt mit zwei roten Blitzspeeren gleichzeitig von oben zu, das haben wir gesehen. Erzeugt zwei Speere aus roten Blitzen und rammt sie eine nach dem anderen von oben in den Boden. Beim Einschlag zerbricht jeder Speer und setzt Blitze frei, die sich über den Bereich erstrecken. Während des Drachenkrieges waren diese roten Doppelblitze das Wahrzeichen des uralten Drachen, der als mächtigster von allen galt. Wenn er der mächtigste von allen ist, wieso hatte dann der Schimmerkristalldrache 120.000 Runen? Na gut, da steht ja nur, dass er während des Drachenkrieges als der mächtigste galt. Eine Anrufung, Todesgewitter. Ach, das ist das mit dem Todespesthauch da. Entfesselt ein Todesgewitter in der Umgebung, belegt Gegner mit der Todespest. Durch Aufladen erhöht ihr die Dauer des Gewitters. Und angeblich waren goldene Blitze einst die Waffe von Godwin, der sich mit Fortisax anfreundete. Okay. Oh, ich glaube 47. Na, das wird ja wohl nichts mehr. Dann können wir die auch verspeisen. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. Aber ich kann ja dann auch mal die Klinge langsam kaufen hier, ne? Oder? Ja, aber ich möchte eigentlich gerne... Ja, jemand hat auch gefragt, warum ich immer diesen Mausoleen suche. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Also 40.000, 50.000 Seelen, wenn ich so eine verduplizieren kann. Ich meine, die zweite von diesen Echos kann ich ja immer noch verbrauchen, wenn ich Bock habe. Achso, ja, das war ja nur die Heldenausrüstung. Und ich habe gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Die seien besser. Ist mir egal. Okay. Und dann frühstücken wir diese Seele gleich und... Oder mache ich gerade einen Denkfehler? Ne, wir könnten ja das Schwert jetzt wahrscheinlich auch noch pimpen, ne? Hier den, wie hieß es, Margits oszillierenden Opal-Säbel. Den holen wir uns jetzt. Wir haben ja genug Echos, die wir uns noch holen könnten.
Da. Morgoths verfluchtes Schwert. Ach, da müssen wir auch noch Arkan steigern. Na gut. Dann können wir das ja wirklich noch ein bisschen aufsparen. Großschwerter. Steht hier noch was? Achso, das haben wir ja gesehen, genau. Okay. Obwohl, dann habe ich jeder bestimmt gleich wieder hin, weil ich jetzt ja 30.000 in der Tasche habe. Dann könnte ich das Schwert ja schon mal steigern, bevor ich dann nachher wieder diese ganzen Runen... Also ich habe 90.000. Eine Stufe sind ja was? 77.000. Na gut, es bleiben nur 13.000. Davon kriegen wir das Schwert auch nicht wirklich hochgepimpt. Ja, was mache ich denn jetzt? Hä? Also für unser neues Schwert machen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Weisheit. Und dann haben wir 12.000. Und dann hole ich tatsächlich jetzt das andere. Ja, ich weiß, ich bin verpeilt. Gehen wir hier Morgoths Pestkeule. Bastardsterne. Flegel ist das. Ach so, ein Dreschflegel quasi. Das karianisch-königliche Zepter. Ein Schimmersteinstab mit Weisheit 60. Vollmondzauberei. Ach, das habe ich mal irgendwo gesehen, dass jemand diesen Mond da verwendet hat, ne? Oh, Weisheit 70. Ruft den Vollmond herbei und schleudert ihn nach Gegnern. Ja, warum eigentlich nicht? Gut. Ja, wir tauschen mal ein Echo. Ja, ja, bin ja dabei. So, mein lieber Herr Schmied. Klöppel mir da doch mal was Ordentliches draus. Und dann muss ich irgendwann zusehen, Arkan 17, da war das. 17 war das, ne? Dass man da noch irgendwie hinkommt. Well, I took you for no matter it. Lay out your arms then. So, wollen wir denn jetzt Morgoths Prügel? Der war da auch sowas wie der Blut- und Reißzahn, oder nicht? Reduvia. Nicht dumm? Warum zeigt er das nicht an? Ah, da ist es ja. Arkan. Ach, die Attribute können auch steigen dann. Das ist ja ungünstig. Na, ging doch gut auf. Aber... Na gut, vielleicht liegt es an wegen der Arkan-Skalierung. Es macht ja auch Blutverlust. Vielleicht war das gar nicht so eine kluge Idee. Magma-Guillotine. Ach, das war das von diesem Magma-Lindwurm. Jetzt weiß ich wieder, ja. Er greift das Schuppenschwert mit beiden Händen, springt vorwärts und rammt es in den Boden, um eine Magma-Explosion zu entfesseln. Es ist ja auch immer schön, wenn man nach vorne springen kann, ne? Obwohl bei 46 war jetzt ganz gut, dass ich sehr weit wegbleiben konnte, dank Lorettas Großspieß da. Okay. Das haben wir doch gut gemacht. Okay, das hat sich... Danke für den Tipp nochmal. Das hat sich gelohnt, nochmal bei Lia vorbeizukommen... Fia vorbeizugucken. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal, dass wir in...
Caleb weiterkommen oder was? Wir wollten ja auch hier noch mal rein in den verseuchten Einzel. Wie heißt das hier? Fäulnissee. Aber ein paar von euch haben das schon abgeraten von. Offensichtlich ist das frustrierend. Dann bewahren wir uns doch lieber für die Suche nach dieser komischen. Also diese Boli, ich vergesse immer, wie es heißt, für die goldene Nadel hier auch. Aber gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Frage ist, ist es schlauer vom Innenhof zu kommen? Oder ist es schlauer hier lang zu gehen? Das werden wir dann nächste Folge sehen. Dann bleibt schön neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.